Dann willkommen zur Pressekonferenz vor dem Brückentag am Samstag um 14 Uhr zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Energie Cottbus. Bei mir oben Enes Ouahim und unser Cheftrainer Daniel Thun. Enes, erste Frage an dich. Länderspielpause vorbei. Es geht am Samstag wieder los. Wie groß ist die Vorfreude? Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns. Es ist natürlich immer gut, so eine kleine Pause, wo man sich dann insgesamt als Mannschaft regenerieren kann. Aber trotzdem ist die Vorfreude dann noch mal größer, wenn man dann eine Woche Pause hat, dass es endlich wieder losgeht um Punkte. Daniel, häufig saßen wir hier und habt immer gesagt, wir wollen die Position verteidigen. Die kann euch jetzt am nächsten Spieltag zumindest keiner nehmen mit 4 Punkten Vorsprung auf Platz 1. Was ist dann jetzt die konkrete Zielsetzung fürs Spiel? Ja, zumindest, dass wir den Abstand halten auf den Tabellenzweiten. Was so ein bisschen zusammengeschrumpft ist, ist sicherlich dann das Verfolgerfeld direkt dahinter oder sind uns näher gekommen aufgrund der Ergebnisse vor 14 Tagen. Da hatten wir noch ein paar Punkte mehr Abstand, aber klar, wir sind die Eins, wir wollen die Eins bleiben und das dann nach dem Wochenende auch mit mindestens 4 Punkten weiterhin. Anders, inwieweit habt ihr euch schon als Mannschaft mit dem Gegner am Samstag Energie Cottbus beschäftigt? Worauf müsst ihr achten? Was sind so die Stärken? Wie geht ihr ins Spiel? Ja, ich glaube, dass wir heute nochmal eine Analyse mit der Mannschaft und dem Trainerteam machen werden. Trotzdem gehen wir da auch sehr selbstbewusst rein. Wir wissen, dass wir auf dem ersten Platz stehen und das nicht ganz umsonst. Und ich glaube, dass wir uns da auch weitestgehend auf uns konzentrieren müssen, dass wir da viel Ballbesitz haben und ja, dass wir unser Spiel gut vorbereiten. Daniel, du hast Cottbus mehrfach gesehen am Bildschirm, aber auch live im Stadion, unter anderem auch beim Spiel in Kaiserslautern, wo sie 2-0 gewonnen haben. Wo siehst du so die Stärken, Schwächen, worauf müsst ihr achten? Ja, in Kaiserslautern war es ja so, dass sie sehr, sehr tief standen, dass sie sehr, sehr viele Räume zugestellt haben, dass sie dem Gegner kaum Möglichkeiten gegeben haben, auch sich Torchancen zu erspielen. Also das war in der Offensive dann sehr schwierig für Kaiserslautern. Zudem waren sie sehr stark im Umschaltspiel. Das heißt, nach dem 1-0, auch mit dem 2-0, es war ein Konter, beim 1-0 war es dann so eine Standardsituation, wo wir natürlich auch wissen, dass da sehr viel Qualität ist. Wir wissen natürlich noch nicht, ob Marc Stein dann zur Verfügung steht, der diese Standardsituation dann schon ein paar Mal vergoldet hat. Und zudem natürlich mit dem Spiel gegen Lotte, wo sie nach 0-2 Rückstand dann auch eine Mentalität gezeigt haben und wiedergekommen sind. Mit Spatschen Torhüter, der sie in dem Spiel im Spiel gehalten hat, mit dem gehaltenen Elfmeter. Und da ist sicherlich in den letzten Wochen wieder was gewachsen in Cottbus nach einem guten Start mit einem kleinen Tief. Und jetzt gilt es natürlich auch, das, was Enes sagte, dass wir schon mit der einen oder anderen Überraschung auch rechnen können, aber uns dann vornehmlich auf uns konzentrieren, unsere Ziele im Auge behalten und sehr bestimmend auftreten werden und da dann weniger auf den Gegner eingehen, weil er unterschiedliche Qualitäten besitzt. Und da sind wir dann, glaube ich, auf alles vorbereitet oder werden die Jungs auch auf alles vorbereiten. Heute dann eher in der Analyse, wo wir nochmal auf die Standards eingehen und dann sicherlich dann unseren Matchplan dann auch aufsetzen. Personell, zu deiner Freude wahrscheinlich, kannst du größtenteils aus dem Vollen schöpfen oder gibt es irgendwelche Ausfälle? Ja, Ausfälle vielleicht, auch wenn ich mich da wiederhole, Simon Hauburg, aber jetzt schon einen Schritt weiter, das heißt in der Reha-Phase eingetaucht, das heißt er ist im Kraftbereich, kann jetzt mehr machen, den Fuß mehr belasten, das heißt wir können ihn vielleicht zur Rückrunde wieder auf dem Trainingsplatz erwarten, 2 Monate in etwa geben wir ihm noch, also das ist schon mal sehr, sehr erfreulich nach der schweren Verletzung. Laurenz Beckermeier, auch der zweite Junge, wird weiterhin ausfallen. Narbe noch nicht ganz verheilt, also Fäden sind noch drin, braucht noch ein paar Tage Ruhe, was die Belastung betrifft. Ja, und der Rest des Kaders, Ulrich Tafferzhofer, wird aller Voraussicht nach nicht spielen können am Samstag. Das Fenster ist wahrscheinlich dann doch zu klein. Wir haben ihn jetzt seit gestern wieder in ein paar Spieloptionen mit drin gehabt. Wir werden ihn heute ein bisschen belasten können, aber ich glaube, da tun wir gut daran, ihn vielleicht dann erstmal nochmal zurückzunehmen und dann ihn erstmal eine Woche trainieren zu lassen mit der Mannschaft. Des Weiteren Kamer Krasniqi so ein bisschen auch starke Belastung gehabt mit den 2 Testspielen über 90 Minuten, dass er ein bisschen Probleme hat muskulär, wird heute auch ein bisschen kürzer treten, dann eventuell erst morgen wieder ins Training einsteigen und des Weiteren noch müssen wir gucken, dass wir vielleicht die Belastung bei dem einen oder anderen dann nochmal genauer bewerten und beobachten. Und damit gebe ich ab an eure Fragen. Wenn ihr denn welche habt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit. Enes, wie fühlst du dich? Bei dir hatte man ja so ein bisschen den Eindruck in den letzten Wochen, nach einem starken Beginn in der Saison, hast du so in den letzten 3-4 Wochen so ein bisschen kräftemäßig nachgelassen. Man spürte, du brauchst eine Pause. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, im Fußball geht es immer sehr, sehr schnell hoch und runter. Es ist ein Tagesgeschäft und ich gebe in jedem Spiel 110%. Natürlich ist es dann mal so, dass das ein oder andere nicht so gelingt, aber ich glaube trotzdem an meine Stärken und an dem, was ich kann. Und wenn es dann mal ein Spiel gibt, wo es Sachen aufzubessern gibt, dann analysiere ich die und versuche das in der nächsten Woche besser zu machen. Ich frage dich auch noch mal gleich. Wir haben vom Trainer gerade viel gehört über Energie Cottbus schon. Ist euch sowas bekannt? Wie verfolgt ihr eigentlich die anderen Mannschaften in der dritten Liga? Schaut ihr euch das an, die Zusammenfassung? Sprecht ihr drüber, über die Stärken, Schwächen einzelner Mannschaften, was da los ist? Oder interessiert euch das ernsthaft gar nicht? Ich glaube, dass es bei jedem Spieler noch mal ein Ticken anders ist, wie inwiefern er sich mit der anderen Mannschaft beschäftigt. Aber als Mannschaft, wir haben ja zum einen Teil die Analysen, wo wir den Gegner schon sehr, sehr gut beobachten und analysieren und schauen, wo die Stärken und Schwächen sind. Und in der Kabine gibt es schon mal die Gespräche unter ein paar Jungs über die Gegner, worauf man achten kann, um sich gegenseitig Tipps zu geben. Wird denn in der Kabine auch schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, wie schön es denn wäre, in die zweite Liga aufzusteigen? Oder ist das kein Thema bei euch? Ja, also klar, es ist, ich glaube, darüber muss man ja nicht sprechen, dass das schön ist. Das weiß jeder. Wir konzentrieren uns eher darauf, dass wir einfach immer maximal sind, immer die maximale Leistung abrufen. Und wir wissen, dass wir dadurch die Wahrscheinlichkeit einfach erhöhen, dass es vielleicht zu diesem Traum kommen kann. Aber wir wissen, dass es noch ein weiter Weg ist. Wir wissen, warum wir jetzt auf dem ersten Platz stehen, weil wir da einfach bisher auch sehr, sehr viel für getan haben. Und wenn wir da ein bisschen nachlassen, dann wird es ja auch genauso schnell wieder runtergehen. Und das wissen wir. Deswegen versuchen wir jetzt erstmal auf Cottbus zu schauen und da vielleicht, dass wir da wieder die 3 Punkte hier zu Hause belassen. Und dann stehen wir weiter auf dem ersten Platz. Daniel, du hast es vorhin angesprochen, Stein ist nicht klar, ob der spielt bei Cottbus. Gibt es noch ein paar andere Personalien, die da oder wo Fragezeichen hinter sind? Ist es ein bisschen schwierig, jetzt sich auf die Mannschaft einzustellen oder glaubst du, dass sich grundsätzlich an der Ausrichtung von Cottbus dann bei ihrem Auftritt hier nichts ändern wird? Auch schwierig zu bewerten, gerade weil man unterschiedlich oder die Cottbusser unterschiedlich agiert haben in den letzten Wochen. Cottbus führte das Defensivverhalten zum Erfolg, was sie sehr gut gemacht haben. Gegen Lotte waren sie dann etwas offensiver wieder aufgestellt, sind auch sehr variabel. Das heißt, häufig dann schon mal Streli Mamba in der ersten Elf, dann vielleicht jemand, der über ein hohes Tempo verfügt und im Dribbling stark ist, ein Rangelhoff, der sicherlich eine hohe Ballqualität hat, ein Scheidhauer noch, also eine Offensive, sehr variabel. Deswegen ist es schwierig, sich dann auf den Gegner auch einzustellen. Aber das ist ja das, was ich betont habe. Wir müssen uns ein bisschen mehr davon lösen. Wir haben unsere Qualitäten mit und gegen den Ball. Und das ist eigentlich völlig egal, wie der Gegner sich aufstellt, wie er sich dann verändert. Da gucken wir dann drauf. Deswegen auch in der Analyse mit dem einen oder anderen, wo wir vielleicht im Detail drüber reden, wo sind die Stärken bei den genannten Spielern, Defensivspieler, wo sind da die Stärken. Aber da sind sie dann eher vorbereitet, dass die Jungs darauf reagieren können. Aber in erster Linie verlange ich natürlich, dass sie agieren und unseren Plan umsetzen, was unsere Ballqualität dann auch betrifft. Dein Trainerkollege in Cottbus hat ja davon gesprochen, dass er die Spielweise des VfL wenig spektakulär findet. Was hältst du von sowas? Ja, wenig spektakulär. Also ich habe es auch gelesen, aber er hat auch gesagt, die Ergebnisse sind spektakulär. Also die entspringen ja auch nicht dem Zufall. Und da gucke ich, wie gesagt, immer auf uns. Die Spielweise, wie wir sie an den Tag legen, ist variabel. Wir hatten sehr viele Momente in Zwickau zum Beispiel mit unfassbar viel Ballbesitz, wo wir sehr viel Ballbesitzqualität hatten und ein Spiel entschieden haben. Vielleicht ist es etwas, wir wollen relativ schnell natürlich auch vertikal nach vorne spielen. Deswegen interessiert uns dann, glaube ich, nicht der 100. Pass in unseren Reihen, sondern wichtig ist, dass die Pässe in unseren Reihen dann auch wirklich ankommen. Und da sind wir eher zielgerichtet, schnell nach vorne. Deswegen haben wir sehr flinke Spieler auf dem Platz auch unterwegs. Und das ist die Idee, wie wir Fußball spielen wollen. Aber da auch, mir ist es ja dann auch eher egal, wie der Gegner unsere Leistung bewertet oder einschätzt. Die Quittung kriegen wir am 38. Spieltag und dafür arbeiten wir. Und im Moment so eine Zwischenaufnahme, wie wir sie haben nach 15 Spieltagen, lässt zumindest dann irgendwo ein spektakuläres Ergebnis zumuten oder anmuten als die Spielweise, die aber auch gar nicht so schlecht ist, wenn ich die kleinen Fusis dann auf dem Platz sehe. Du hattest ja schon im Vorfeld gesagt, dass also du im Grunde wenig Verbindungen oder irgendwas mit Pele Wollitz verbinden kannst. Ne? Du hast ihn hier kurz kennengelernt, als er 2012, 2013 hier noch Trainer war. Aber du hast ihn damals wahrscheinlich ja dann als Zuschauer zumindest spielen sehen hier beim VfL. Ne?
Ja, als Fan, der auch früher dann hier mal in der Kurve stand, ob West, ob Ost, waren schöne Momente. Klaus-Dieter Wollitz auf dem Platz stand, linker Fuß war, glaube ich, außergewöhnlich, tolle Standardsituationen, tolle Freischüsse. Also er war sicherlich häufiger dann auch mal der Grund, warum ich die Arme auf der Tribüne dann nach oben heben durfte. In diesem Interview, was ich auch gelesen habe, hat er dann ja auch gesagt, dass er andere Mannschaften weiter vorne sieht, letztendlich unter dem Strich. Wie ist das eigentlich, wenn man das, das erfahre ich auch, wenn ich außerhalb der Stadt bin, dass mir dann einige sagen, ja, sind ja Mannschaften doch noch spielerisch vielleicht ein bisschen weiter vor, dass man immer noch so trotz des ersten Tabellenplatzes für einige so Underdog ist. Ist das schön? Hat man da Spaß dran, wenn man so diese Kommentare liest, hört? Oder wie geht man da selber mit um? Ja, ich verschließe mich nicht davor, auch Beiträge der Kollegen zu lesen, wenn sie was sagen. Und in den letzten Wochen, Monaten haben wir sehr viel Anerkennung bekommen für unseren Fußball. Und das ist eine Rolle, jede Woche werden wir als Favorit tituliert. Und das ist doch super. Das ist eine Anerkennung, dass die Jungs genau vieles von dem richtig machen, was wir uns alle vorgenommen haben. Und wenn es Mannschaften gibt, die besser Fußball spielen, dann ist es auch berechtigt, wenn diese Kritik positiv wie negativ aufkommt. Aber davon müssen wir uns ja lösen. Wir sind so fokussiert. Wir wissen, dass wir unfassbar viel investieren müssen für unsere Situation. Und niemand lässt nach von meinen Jungs, wenn er gelobt wird. Aber Kritik prasselt auch an ihnen ab, weil sie unheimlich klar sind. Und deswegen am Ende kackt die Ente und dann schauen wir mal, was nach 38 Spieltagen ist. Und dann können wir uns gerne dann nochmal darüber unterhalten, wer besser ist als wir. Dann ziehen wir ein Fazit. Ja, Stichwort am Ende kackt die Ente. Es ist gute Tradition hier, dass wir immer fragen, immer der Spieler, der hier oben sitzt bei der PK, hat sehr gute Chancen, am Samstag in der Startelf zu stehen. Wie ist dein Gefühl? Ja, gute Frage. Das werde ich am Samstag sehen. Ich bin durch und durch Fußballer. Ich freue mich, wenn ich den Ball am Fuß habe. Natürlich möchte ich vom Beginn spielen. Und wenn man nicht vom Beginn spielt, dann brauche ich ja auch nicht rumzulügen. Es ist nicht immer so schön. Aber ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft. Und wenn der Trainer mich aufstellt, dann werde ich alles geben. Und wenn ich vor der Bank komme, dann werde ich alles geben. Und selbst wenn ich rechter Verteidiger spiele, dann werde ich auch alles geben. Und das ist die Antwort auf diese Frage. Du hast gerade gesagt, Samstag, weißt du das? Erfährt er das am Samstag? Wann wissen die Spieler, wann sie in der Startelf stehen? Wird dir das am Spieltag mitgeteilt oder wann sagst du ihnen das? Ich sage es den Spielern erst am Samstag, auch da dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen vorher, weil es ihm gut tut. Gerade Entscheidung mit Etienne Amenido vor 14 Tagen, ihn dann direkt ins kalte Wasser zu werfen in der Besprechung, war dann schwierig. Dem habe ich dann schon ein paar Stunden vorher angedeutet, dass er beginnen darf. Aber ja, bis Freitagnachmittag hat jeder die Möglichkeit, sich anzubieten. Dann schließen wir unser Kapitel Matchplan ab und dann haben wir uns entschieden für die 11, die auflaufen. Und dann sollen sie es auch immer von mir als erstes erfahren, als aus einem anderen Quellen. Was kannst du Enes Unal denn schon im Vorfeld vielleicht in Aussicht stellen? In Aussicht stellen? Das kann ich ihm auch so stellen. Enes stand, wenn er gesund war, in allen Spielen im Kader. In den meisten Spielen stand er auf dem Platz. Deswegen, Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Und das kann ich ihm mitteilen. Er wird am Samstag zum Kader gehören. Welche Position er begleiten wird, das entscheiden wir noch. Aber das ist ja auch wichtig. Die Jungs sind stinkig, sind sauer, sind enttäuscht, wenn sie nicht spielen. Das ist ja gutes Recht und das erwarte ich auch von ihnen. Also da will ich keinen klatschend durch die Kabine rennen sehen. Und wenn sie von Beginn an spielen, dann müssen sie es jedes Mal rechtfertigen, weil unfassbar viel von außen gerade drücken und auch dran ziehen, dass sie endlich auch mal diese Trainingsjacke ausbekommen und spielen dürfen. Und das ist gut, für mich als Trainer gut. Betone ja immer schlaflose Nächte, weil man sich viele Gedanken macht, aber besser so rum als andersrum. Und was Enes betrifft, da gucke ich dann nochmal genauer hin. Er hat in der letzten Woche krankheitsbedingt ausgesetzt. Davor hat er, glaube ich, über viele Wochen hier maßgeblich dazu beigetragen, dass wir auch so erfolgreich sind. Ja, und wenn du dann dabei sein solltest am Samstag, dann spielst du hier im Stadion. Du kennst das Stadion in Köln, da feiern sie gerne mal Karneval, da ist richtig was los auf den Rängen. Wie ist denn das in Osnabrück? Wie beurteilst du das jetzt so nach 15 Spieltagen, die Heimspiele, die du hier erlebt hast? Was ist hier los auf den Rängen? Vergleich das doch mal mit Köln. Ja, ich hatte schon im Vorfeld, bevor ich mich entschlossen habe, hier hinzuwechseln, viel darüber gehört, dass es hier auch richtig brennen kann. Natürlich habe ich mir gedacht, okay, du hast im Rhein-Energie-Stadion gespielt, 50.000 Zuschauer, es wird schwierig, da ranzukommen, wurde aber dann eines Besseren belehrt. Also klar, merkt man schon, dass es weniger Menschen sind, aber es hat schon was Magisches, hier zu spielen. Und das ist wirklich was ganz Besonderes, vor den Fans, vor der Kulisse hier an der Bremer Brücke zu spielen. Und es macht einfach unheimlich Spaß, man freut sich auf jedes Heimspiel.
Könnte ein super Schlusswort gewesen sein, eigentlich. Im Moment haben wir 7.300 Tickets verkauft. Prognose warten wir mal ab. Ist auch beim Wetter ein bisschen schwierig. Wir hoffen natürlich, dass das Stadion möglichst voll ist, um genau das eintreten zu lassen, was Ennis gesagt hat. Kindertribüne ist ausverkauft, Affenfelsen ist ausverkauft. Aber ansonsten gibt es für alle Bereiche noch Tickets. Keine Fragen mehr. Dann danke für die Aufmerksamkeit. Euch beiden danke ich natürlich auch hier oben. Und ja, dann sehen wir uns alle am Samstag zum Brückentag gegen Cottbus um 14 Uhr. Danke.